herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Dualer Seelenprozess, nächster Schritt. So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Dualseelenprozess, nächster Schritt, 25 Euro. Minaira ist die mediale Name. Liebe Minaira, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast deinen Partner, aber es ist schwierig. Und deine Frage ist, was kannst du tun, damit das alles verbessert? Und dein Gefühl sagt, er ist dein Dualseelenpartner. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Er braucht deine Unterstützung. Lache mit ihm, dann kommt auch Dankbarkeit und er folgt dich. Das war die mediale Botschaft. Du hast den indischen Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Diese Berechnung ist präziser, aber anders als die westlichen Horoskope. Wenn ich eure beiden Horoskopen vergleiche, dann kann ich astrologisch sagen, ja, ihr habt eine karmische Verbindung. Aber das erkläre ich. Er ist in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Bei den Fischen geborenen ist wichtig, die Richtung beachten. In diesem Sternbild sind es zwei Fische. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die eine Richtung ist die ständige Angst und Zweifel, das blockiert. Und die andere Richtung ist die Fantasie, die Traum, das Vision über alles, was er erreichen möchte. Und hier ist die Reichtum verborgen. Und das bedeutet, eine Vorstellung zum Haben über den idealen Zustand in allen Lebensbereichen. Dann hat er ein Bild davon, eine Vorstellung. Wenn er da Energie lenkt, dann zeigt Aufmerksamkeit, dann setzt schon etwas in Bewegung. Dann bleibt ihm Vertrauen, dass das so auch kommt und glaubt daran. Und hier, bei diesem Prozess, liegt die Reichtum verborgen. Und das, was die Fischengeborenen lernen oder lernen sollen, in diese Richtung die Aufmerksamkeit lenken, können sie viel, viel mehr erreichen im Leben, aber ohne Angst, weil Angst blockiert. Und hier hat er Lernaufgabe, weil Saturn ist der große Lehrmeister und zeigt, was wir lernen müssen in unserem Leben. Und sein Saturn ist hier im Fischen. Also da liegt seine Lernaufgabe. Sein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und das zeigt seinen Gefühlen. Er braucht immer die Leichtigkeit, den Humor, die Gespräche, das Spielerische. Ist vielleicht auch ein bisschen verspielt, aber zeigt auch die Interesse, vieles Neues zum Entdecken und vieles Neues auch lernen. Sein Mars ist rückläufig. Wenn ein Planet rückläufig ist im Geburtshoroskop, dann zeigt es karmische Themen. Und Mars symbolisiert seine Männlichkeit. Aber nicht nur er als Mann, sondern Mars setzt alles in Bewegung. Das ist die Kraft.
die Kraft, was alles in Bewegung setzt und bedeutet auch sich durchsetzen im Leben. Mars befindet sich bei ihm im Tierkreiszeichen Waage. Und hier hat er auch die karmischen Knoten Ketu, was die alten Karma symbolisiert. Also hier in diesem Bereich hat karmischen Themen und zeigt diese karmischen Erinnerungen. Hier hat er auch eine Lernaufgabe. Es ist alles vage. Mars fühlt sich nicht wohl im Wagen. Das ist nicht so Mars-Bereich. Natürlich hat das Vorteile. Die vage Energie, wenn jemand künstlerisch begabt ist, dann hilft diese vage Energie. Oder wenn ein Mann gepflegt und schön ausschaut, das ist auch ein Vorteil. Also diese Waage ist wunderbar, wenn das betrifft Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, guter Geschmack. Aber wenn man sich durchsetzen möchte im Leben, dann ist das sehr schwierig mit Waage, weil Waage möchte harmonisch handeln und will niemand verletzen. Und wenn etwas macht, was andere vielleicht verletzen könnte, dann hat Schuldgefühl und das ist nicht gut. Und hier ist sehr schwierig für ihn, seine Kraft einsetzen, sich zu behaupten. Er will alle recht machen und es geht nicht, alle recht machen. Dieser Mondhaus, wo sein Mars befindet, und auch diese absteigende Mondknoten, was die alte Karma zeigt, dieser Mondhaus heißt Swati. Und hier hat karmische Erfahrungen gemacht. Das zeigt sein früheres Leben. Swa bedeutet selbst, Ati bedeutet Seele. Also er muss um sein Selbst kümmern, um seine Seele kümmern. Swati, dieser Mondhaus, wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Das ist ein Stammbild im Himmel und im Halb-Süd-Halbkugel ist sichtbar. Und hier befindet sich die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Er braucht Orientierung im Leben. Dieses Kreuz des Südens zeigt Themen wie Spiritualität oder Religion. Also die Suche nach Gott, die Suche nach sich selbst und diese Kreuz des Südens, und so beschreiben die indischen Astrologen wie zwei Schwert, die sich kreuzen. Natürlich bedeutet auch Schicksal, Schicksalswegen kreuzen sie sich. Und es zeigt auch karmischen Begegnungen. Aber dieses Schwert ist ein Symbol zum Trennen etwas. Wovon soll er sich trennen? Das ist seine Angst. Von seiner Angst soll er sich trennen. Woher kommt diese Angst? Das zeigt die Merkur-Energie. Und Merkur beschreibt die Kindheit und die jungen Jahre. Und es befindet sich in seinem Horoskop im Wassermann. Und dieses Mondhaus, wo Merkur steht, was seine Zeit, Kindheit, Jugend auch symbolisiert, befindet sich in einem Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Ängste und 100 Glück. Und das heißt, er hat Glück im Leben, wenn er seine Angst überwinden kann. Und so lange, bis er diese 100 Angst lebt, dann blockiert sein Glück. Und diese Angst kommt von dem Zeit, was Merkur zeigt, Kindheit, Jugend. Venus ist die weibliche Energie und zeigt auch die Frau. Bei ihm in Tierkreiszeichen wieder, zeigt Liebe, Partnerschaft. Und auch eine weibliche Person, so wie er eine Frau vorstellt.
Und diese Widereigenschaft bedeutet, die Frau soll mutig sein, Kraft zu zeigen, sich durchsetzen im Leben. Und dieser Mondhaus, wo sein Venus befindet, heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Er findet die Heilung in der Liebe, Partnerschaft, und eine Frau gibt ihm diese Heilung. Und das ist seine karmische Richtung, weil sein aufsteigender Mondknoten zeigt den Lebensweg, was ihn befreit, was seine Seele ausgesucht hat. Und das ist Widder, die Widderenergie befreit ihn. Und hier ist Venus, das findet er in die Liebe Partnerschaft, und so kommt die Heilung. Sein Mondknoten im Widder ist in einem anderen Mondhaus. Venus ist im Widder und befindet sich in Ashwini, und das zeigt Heilung. Und dieser Mondknoten, sein karmischen Weg, ist auch Widder, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Parani und bedeutet wie eine Art Neugeburt, Mütterlichkeit, eine Geburt von etwas, wie eine neue Identität, wie eine Neugeburt. Und die liebe Partnerschaft bringt ihm dazu und gibt diese Heilung. Es gibt vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuer ist die Begeisterung, was alles in Bewegung setzt. Erde-Element ist die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, auch Finanzen. Luft-Element ist die Leichtigkeit. Wasser-Element symbolisiert die Gefühle und unserem Unbewussten. In seinem Horoskop ist Venus im Feuerelement, Mond, Mars, Merkur ist im Luftelement, Sonne, Jupiter, Saturn ist im Wasserelement, ihm fehlt die Erde. Das ist nicht weiter schlimm, aber er sucht die Erde woanders. Vermutlich in die Liebepartnerschaft. Oder ist er auf die Suche nach seiner wahren Berufung, kann auch bedeuten. Die Bedürfnis ist da nach Schutz, Sicherheit und Stabilität, aber er sucht das nach außen. Wenn ich dein Horoskop betrachte, du hast Aszendent Waage. Und das ist schon mal eine karmische Verbindung, weil er hat die alten karmischen Erfahrungen im Waage gemacht, da kennt er sich aus. Und sein Mars, dieser rückläufige Mars, wo auch karmische Themen zeigt, ist auch Waage. Und dein Aszendent ist Waage. Hier habt ihr mal eine karmische Verbindung. Du bist im Tierkreiszeichen Krebs geboren, dein Jupiter und dein Merkur und sogar dein Venus ist alles im Krebs. Das ist eine starke Krebsbetonung und das bedeutet, du nimmst dein Leben oder deine Umwelt mit Gefühlen wahr und du hast dieses Feingefühl verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser zurückziehen. Du weißt, wann sollst du im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein, wenn du auf dein Gefühl achtest. Und du brauchst ein Zuhause, ein warmes Nest. Und wenn du verletzt fühlst mit diesem Krebsenergie, neigst du dazu, zurückzuziehen. Und dann bekommt er aber Angst, weil er hat Angst, dich zu verlieren. Und diese Urangst liegt in seiner Kindheit. Denke auf diesen Mondhaus Shatabisha, 100 Ängste, 100 Glück. Er muss die Angst bekämpfen. Dein Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Löwe und dieser Mondhaus heißt Makha und über diesem Makha herrscht Regulus. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und symbolisiert immer Könige, Herrscher, Herrscherhäuser und zeigt eine königliche Haltung. Und das braucht dein Gefühl und du brauchst auch diese Bewunderung. Die Krebs weniger, aber die Löwe ja. Und das entspricht deinen Gefühlen.
Dieser Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist der Herz der Löwen. Also wichtig auch auf dein Herz achten. Dein Herzensangelegenheiten. Öffne dein Herz zum alles, was du liebst und aktiviere es. Dann hast du Lebensfreude und hier liegt auch dein karmischen Weg, deine karmische Aufgabe, weil du hast deinen alten karmischen Erfahrungen in Tierkreiszeichen Wassermann gemacht. In Tierkreiszeichen Wassermann kennst du dich aus. Das sind die Erinnerungen. Dein Ketu, dieser karmischen Knoten im Wassermann, befindet sich auch im Mondhaus Shatabisha, dieser 100 Ängste, 100 Glück. Das heißt, du hast diese karmischen Erinnerungen, die Ängste. Und hier sollst du das verbessern, Ängste überwinden, genau wie er aber auch. Und dann kommt dieser 100 Glück. Und dein karmischen Weg, der Weg, was deine Seele ausgesucht hat, ist Löwe. Und das zeigt auch dein Gefühl, dein Mond ist auch im Löwe. Also handel immer nach deinem Gefühl, dann bist du goldrichtig und genau das, was dich befreit. Und dein Saturn ist auch im Löwe. Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn ist der Planet der Schicksal, der Planet der Karma und belehrt uns, ist auch im Löwe. Also deine Lernaufgabe ist Löwe, definitiv. Und das befreit dich auch. Und dein Mond ist auch im Löwe. Also handel nach deinem Gefühl. Und hier spielt Regulus eine Rolle. Und Regulus ist dieser königliche Stern. Also achte auf diese königliche Haltung, dass du Respekt bekommst im Leben ohne Angst. Und du darfst es. Das entspricht deiner Natur. Und Regulus ist das Herz der Löwen. Öffne dein Herz. Und all das, was du liebst, das darfst du tun. Und das gibt dir Lebensfreude. Es gibt die vier Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser und in dein Horoskop. Dein Mond befindet sich im Löwe, also im Feuerelement. Mars befindet sich im Stier, das ist deine Kraft, wie du dich durchsetzt im Leben, aber bedeutet auch der Mann. Und du möchtest, dass dieser Mann dir die Sicherheitsstabilität gibt. Er kann das aber nicht geben, weil ihm fehlt die Erde-Element. Also er muss das erstmal lernen, die Sicherheitsstabilität. Und dann kann dir das auch geben, aber du hast diese Bedürfnis, diese Erwartungen. Du erwartest von einem Mann, dass für dich die Sicherheitsstabilität vermittelt. Dein Mars ist im Stier. Bei ihm fehlt aber die Erde-Element. Sonne, Merkur, Jupiter, Venus befindet sich bei dir im Wasser-Element und in deinem Horoskop fehlt die Luft-Element. Aszendent ist Waage, das ist deine Persönlichkeit. Wenn du deine Persönlichkeit lebst, dann hast du dieses Luftelement und kannst atmen. Das gleicht natürlich aus. Da hast du die Luftelement. Und jetzt zu diesem Legung. In welcher Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt dieses Bild. Hier liegst du und fühlst du dich verletzt. Etwas hat dich verletzt. Das kann auch Erinnerungen sein. Und die Zahl 10 bedeutet, du möchtest diesen Zustand endlich beenden und du wünschst, dass hier eine neue Phase kommt, eine neue Lebensperiode kommt. Und hier ist wichtig für dich auch die Heilung. Natürlich kann das auch bedeuten, dass er hat diese Verletzungen und du bist für ihn da.
und du gibst die Heilung, so wie die Horoskop auch vermittelt, sein Venus im Widder in diesem Mondhaus Aschwini, wo er diese Heilung braucht, dass du diese Rolle spielst, immer für ihn da zu sein. Und worüber machst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen, das zeigt diese Herrscher hier. Die Herrscher ist eine männliche Energie und das ist mehr so Kopfentscheidung. Die Gefühle sind weibliche Energie. Du brauchst diese Kraft, also nicht immer nach Gefühl. Natürlich bist du sehr krebsbetont und Krebs hilft auch und du kannst ihn bemuttern. Das liegt auch in deiner Natur. Und das magst du auch, weil bist du immer für ihn da. Und er hat auch diese Verletzungen und du hilfst und hilfst und hilfst. Aber dein Schicksalsweg ist Löwe. Dein karmischer Knoten ist im Löwe. Deine Lernaufgabe durch diesen Saturn-Einfluss ist auch Löwe. Und dein Mond ist auch Löwe in diesem Mondhaus Makha, wo dieser königliche Stern Regulus herrscht. Also du brauchst die Löwe-Energie und die ganze Situation zu beherrschen. Und wenn du aber mehr in deinen Gefühlen gehst, in diese weiblichen Energie, dann ist es schwierig, weil du hast Mitgefühl und kannst du nicht Nein sagen. Dann kannst du einfach nicht Nein sagen. Dann hast du wieder nachgegeben und du fühlst dich selbst aber verletzt dabei. Also mehr im Kopf und beherrsche die Situation. Aber alles, das betrifft auch den Arbeitsplatz, auch den Umgang mit anderen Menschen, auch die Verbindung zu ihm. Deinen Gefühlen zeigt dieses Bild. Du möchtest etwas in Bewegung setzen. Diese Kutsche zeigt Bewegung und das sagt auch dein Gefühl, da muss Veränderung kommen. Und das stimmt auch, aber du bestimmst die Richtung. Jetzt schauen wir deine tiefen Inneren auf deine Seele. Und das zeigt hier ein wunderbares Bild, wie rein. Du hast eine reine Seele. Und hier diese Quelle, dieser Kelch zeigt deine Intuition, du bist intuitiv. Lass dich inspirieren und befreie von Angst. Jetzt schauen wir an, was befreit dich oder was grenzt dich ein. Kann beides bedeuten und die Antwort gibt diese Karte. Die Zahl 2 bedeutet Verbindungen, Zweisamkeit. Natürlich auch Partnerschaft, aber andere Art von Verbindungen auch, wie zum Beispiel Verträge unterschreiben. Aber diese 2 drückt auch aus manchmal Zweifel. Zweifel überwinden ist sehr wichtig und hier klare Entscheidungen treffen. Verbinde dich mit allem, was zu dir gehört. Auch zu ihm, weil du ihn liebst. Auch alles, was für dich wertvoll ist. Was soll dein nächster Schritt sein? Hier, diese Stäbe symbolisieren die Feuerelement. Und hier, diese Dame schaut nach einer Richtung. Du musst Ausschau halten. Ausschau halten in verschiedenen Richtungen, was dich begeistert. Die Feuerelement ist die Begeisterung. Und das ist diese Herzöffnung. Öffne dein Herz, schau in diese Schatztruhe, was ist alles drin? Hobby, Berufung, Natur, Kunst, Kreativität, Sport, Liebe, Partnerschaft, etwas Neues lernen. Jeder Mensch liebt etwas anderes, aber Ausschau halten, weil das gibt die Lebensfreude. Woran liegt seine Lernaufgabe und woran liegt deine Lernaufgabe? Seine Lernaufgabe zeigt hier dieses Bild und deine Lernaufgabe ist hier. Seine Lernaufgabe ist
Rückblick in die Vergangenheit, die Erinnerungen und die schönen Erinnerungen bewahren, hüten und pflegen und die verletzten Gefühle loslassen. Da braucht man nicht viel nachdenken, weil die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Also das ist Zeitverschwendung. Alles, was mit Tränen verbunden sind, loslassen. Und hier und jetzt sein, immer dort, wo unsere Füße steht. Und dann nach vorne schauen. Und hier braucht er eine Heilung. Aber dieses Bild zeigt noch etwas. Dieses Kind ist klein und diese Frau ist groß. Er fühlt sich klein. Oder er wurde immer klein gehalten. In einer Partnerschaft braucht man aber die gleiche Augenhöhe. Und er muss zu diesem Bewusstsein kommen, mit seinen Größen Bewusstsein. Deine Lernaufgabe liegt hier. Wieder die verletzten Gefühle, immer diese Achterbahn, die Gefühle mit Höhen und Tiefen. Ich würde sagen, das sind gar nicht deine Verletzungen, sondern du spürst, wenn anderes schlecht geht und mit diesem Krebsbetonung bist du sofort da und hilfst andere. Und das kostet Zeit und Kraft. Wenn da Dankbarkeit kommt und du nimmst das als Hingabe, dann ist das wunderbar. Aber wenn das ausgenutzt wird und du hast eigentlich gar keine Zeit oder Interesse daran, weil du hast was anderes vorgehabt und traust nicht Nein zu sagen, dann fühlst du selbst aber verletzt und dann brauchst du die Heilung. Also achte drauf, wo setzt du deine Kraft ein? Was kannst du tun, dass er sein Herz öffnet? Das ist die Magie. Alle Werkzeuge sind hier, was man braucht zu dieser Vorstellung zum Leben. Weil das ist die Magie. Ich spreche von Weißmagie, nicht von Schwarzmagie. Das ist Weißmagie. Und das bedeutet, erstmal brauchen wir eine Gedanken. Wir brauchen eine Idee, eine Vorstellung von etwas. Vorstellen, wie soll das beruflich ausschauen? Eine Vorstellung, wie soll finanziell ausschauen? Eine Vorstellung über die liebe Partnerschaft. Da haben wir mal ein Bild davon. Und wir sollen immer wieder dieses Bild pflegen. So wie eine Pflanze braucht auch Pflege. Wir müssen diesen Tagestraum pflegen. Das heißt, Zeit dafür nehmen und die Aufmerksamkeit lenken. Und dann davon überzeugt zu sein, dass es eintrifft. Und so fühlen, wenn das schon jetzt eingetroffen wäre. Und dann im Vertrauen bleiben, in diesem Glauben und dann loslassen, geschehen lassen. In dem Moment kommt das im Fluss, in Bewegung. Das ist, was eigentlich die Tierkreiszeilen Fischen ausmacht. Und das kannst du praktizieren und ihn auch in diese Richtung lenken, weil da liegt seine Lernaufgabe. Seine Lernaufgabe Saturn im Fischen und er ist in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Das heißt, da lebt er auch sein Selbst und kann vieles erreichen im Leben. Welche Situation befindet er momentan? Das zeigt hier dieses Bild. Er möchte die ganze Welt erobern. Natürlich ist das wunderbar. Also dann gib ihm die Stärke, dass er das kann. Stärke ihn, weil er neigt dazu, das Aufgeben. Worüber macht er Gedanken? Über die Finanzen. Was könnte er bewegen? Er braucht die Erde-Element. Er braucht es und genau das sind seine Gedanken. Aber er hat im Horoskop gar kein Erde-Element. Also er sucht
nach draußen diese Sicherheit, Stabilität. Und bei diesem Taler, bei diesem goldenen Taler, handelt es sich auch um Finanzen. Er möchte die Finanzen verbessern. Dieser goldenen Taler verkörpert die Erde-Element. Er hat dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, beruflich, finanziell, auch in die Liebe-Partnerschaft. Aber er ist unbeweglich, er hat Angst. Also er braucht die Rückenstärkung, damit er wirklich den Mut hat, all das in Bewegung setzen, dass er an sich selbst vertraut, dass er mit seinen Werten aber auch bewusst ist, so wie hier dieses Bild zeigt, seine Lernaufgabe. Er fühlt sich klein, also er muss erstmal lernen, zu seinen Werten stehen. Dann seinen Gefühlen zeigt hier dieses Bild. Er verherrlicht dich, du bist die Herrscherin und er bewundert dich auch. Er liebt dich auch und er bewundert dich auch. Was möchte seine Seele sagen? Seine Seele überreicht dir diesen Kelch und das sind seine wahren Gefühle. Liebe Minaira, das war diese Legung, duale Seelenprozess, nächster Schritt. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.